Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, zu einem neuen Fashion Let's Play von mir, eurer Fashionista Maika. Wisst ihr noch, ich habe in den ersten Parts, beziehungsweise im ersten Teil von Style Boutique immer Fashionista gesagt. Aber okay, wir spielen ein neues Fashion-Spiel, weil irgendwie lässt sich ja auf ein neues Style Boutique von Nintendo irgendwie warten. Darum spielen wir jetzt My Universe Fashion Boutique. Wie genau das aussieht, habe ich noch nicht wirklich die Ahnung. Ich habe mal kurz mit dem Profil von Xeno gespielt. Darum weiß ich, dass es hier jetzt gerade kein Intro gibt, was ich ein bisschen schade finde. Aber wir sind ja mal gespannt. So, wir nehmen jetzt, guck mal hier, Sprache Deutsch, das ist vollkommen in Ordnung. Textgeschwindigkeit nehmen wir mal schnell. Ne? So. Ich weiß noch nicht, ob es ein Ziel gibt, das werden wir herausfinden. Wenn nicht, werde ich den einstellen und dann machen wir das wie bei den anderen Let's Plays. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sage ich hier, das haben wir jetzt gemacht, das haben wir geschafft. Ihr habt einen Eindruck von dem Spiel und mehr geht gerade nicht. So. Ihr seht, ich habe hier keine Spielstände, weil ich jetzt über meinen eigenen spiele. Das Wichtigste zuerst, wie willst du dich nennen? Maika. Ach, super. Haben sie gleich übernommen. Gut. Das heißt, dann heißt du Maika, stimmt das so? Ja. Oh ja. Nehmen wir uns mal Maika. Emma ist auch ein schöner Name, aber Maika ist auch cool. Oh, Ladezeit. Ich merke schon. Spiel, jetzt stürzt nicht ab. Okay, jetzt kannst du deinen Charakter erstellen. Hey. Man kennt das. Obligatorisch Charakter erstellen. Hör, wenn das irgendwann aufhört zu laden. So, wie wollen wir denn aussehen? Ich habe ja eher ein rundliches Gesicht. So, die Augen. Wir könnten auch zufällig machen. Nein. Also ich dachte, ich kann mir das vorher angucken. Na gut, nehmen wir die ein. Ich habe eigentlich so blau-graue, aber die gefallen mir meistens nicht. Ich nehme lieber so dunkle. Finde ich geiler. Ich glaube, den nehme ich in der Mitte. Ah, mit Bob. Also mit so einem Knoten, Knödel. Lange Haare. Ich denke mal, da werden noch mit der Zeit wieder auch da neue dazukommen. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, ich nehme erstmal die Knödel. Die finde ich eigentlich ganz schön. Ich bin eine sehr kleine Person. Aber man kann sich wieder Styles aussuchen. Hm. Tatsächlich finde ich das hier am schönsten gerade. Das finde ich irgendwie L und das, nee. Die gelben Schuhe zu der blauen Hose und dem weißen T-Shirt finde ich passen irgendwie ganz gar nicht. Ich denke schon, dass das soweit in Ordnung ist. Wir könnten nochmal nach der nach der Haarfarbe gucken. Ach, hier gibt es mehr. Lol. Da könnte ich mir jetzt selber hier so Haare machen. Ja, warum nicht? Das finde ich so in Ordnung. Okay. Dann auf. So, ich musste mich ganz kurz richtig hinsetzen. Entschuldigung. Hallo, Maika, wie geht es dir? Heute ist ein wichtiger Tag. Heute machst du die ersten Schritte in der Modewelt. Rose, die Managerin des Ladens, ist schon seit langer Zeit eine gute Freundin von mir. Sie wird dir alles beibringen, was du wissen musst, um zu einer tollen Modedesignerin zu werden. Ich komme bald mal wieder vorbei, um zu sehen, wie es läuft. Tante Nora. Okay. Oh, aber das Gesicht kommt mir bekannt vor. Na, ich habe mir die Haare gefärbt, Joro. Sorry. Maika, oder? Nora hat mir viel von dir erzählt. Oh, tut mir leid, wo sind nur meine Manieren? Willkommen bei Fashion Boutique. Ich heiße Rose und bin hier die Managerin. Aber das weißt du schon, oder? In meiner Werkstatt fertige ich persönlich jedes einzelne Stück an. Es sind alles Einzelstücke. Ich habe gerade sehr viel zu tun. Also habe ich Nora gefragt, ob er... Ach, Nora ist ein Typ. Ich hätte gedacht, Nora ist jetzt eine Frau. Stand da nicht Tante Nora?
ob er jemanden kennt, der mir helfen könnte. Und er hat sofort an dich gedacht. Okay, Nora ist anscheinend weiblich divers. Sie sagte, dass es schon. Ach, jetzt ist es wieder eine Sie. Eben gerade war es ein Er. Sie sagte, dass es schon immer dein Traum war, in der Modebranche zu arbeiten. Jetzt hast du die Chance dazu. Okay, nachdem du schon hier bist, legen wir direkt los. Ja, super. Ich bringe dir alle Grundlagen bei, damit du irgendwann deine eigenen Kleidungsstücke entwerfen, präsentieren und verkaufen kannst. Du wirst vollkommene gestalterische Freiheiten haben. Ja, wer weiß das schon. Und wer weiß, vielleicht wirst du mal so erfolgreich wie deine Tante. Wieso? Was hat denn die Tante gemacht? Ich bin so schon sehr gespannt auf deine Werke. Ich auch. Ich auch. Ist gerade jemand in den Laden gekommen? Naja, das müsstest du eigentlich wissen. Du stehst mit dem Gesicht direkt zur Tür. Aber okay. Hallo, Rose, wie geht's dir? Och, Anna, wie geht es dir? Gut, danke. Hast du ein paar Minuten Zeit? Ich suche etwas für ein neues Outfit. Ich bin in ein paar Minuten wieder da. Anna, sieh dich doch so lange im Laden um. Es ist der erste Frühlingstag. Okay, das ist die perfekte Gelegenheit für deine ersten Schritte. Du kümmerst dich um Anna. Aber zuerst erkläre ich dir was. Dann erklär mir mal was. Wenn ein Kunde eine bestimmte Anfrage hat, erscheint ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen über seinen Kopf. Um herauszufinden, was er möchte, sprich einfach mit ihm. Mache ich. Okay, sprich mit Anna und finde heraus, was sie will. Mache ich. Ich bin noch dabei. Wieso ist die Figur nackig? Ah ne, die Figur hat ein Oberteil an. Du assistierst seit kurzer Zeit Rose, richtig? Freut mich, ich heiße Anna. Rose hat dich gebeten, dass du dich um mich kümmerst. Sehr gut, ich suche etwas ganz Besonderes. Vielleicht kannst du mir helfen. Der Glamour-Stil hat es mir ziemlich angetan. Perfekt wäre etwas aus Baumwolle. Also hast du was Passendes? Sag Bescheid, wenn du mal kurz Zeit hast. Also lass hören. Was für ein Kleidungsstück wünscht sie sich? Typisch Anna. Aber ich weiß nicht genau, ob ich alles Nötige auf Lager habe. Klar, wie wäre es, wenn du das Kleidungsstück für diese Anfrage anfertigst? Was meinst du? Naja, wenn es in die Hose geht, kann sie ja auf jeden Fall mir die Schuld in die Schuhe schieben. Perfekt. Siehst du die Tür hinter mir? Da geht es zur Werkstatt. Mach einfach auf und geh hinein. Okay, geh durch die Tür hinter dem Tresen in die Werkstatt. Kann ich auch laufen? Nee, laufen ging nicht. Bisschen langsam. Oh, was sagst du zu meiner Werkstatt? An diesen verschiedenen Stationen stellst du die Kleidung für Anna her. Also, es gibt viel zu tun. Legen wir los. Ja, okay. Super, also bevor du anfängst, musst du entweder freies Design oder Bestellung wählen. Im Modus freies Design kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Im Modus Bestellung darfst du für Kunden wie Anna Kleidungsstücke auf Bestellung anfertigen. Wähle den Modus Bestellung, um mit der Arbeit an Annas Bestellung zu beginnen. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Zeit haben werden, selber Sachen zu entwerfen. Hier ist die Liste mit deinen Bestellungen. Sobald du eine Bestellung annimmst, taucht sie hier auf. Siehst du? Da ist die Bestellung von Anna. Wähle die Bestellung von Anna, um mit der Arbeit anzufangen. Perfekt, und jetzt entwerfen wir dein erstes Kleidungsstück. Zuerst einmal musst du die Art des Kleidungsstücks aussuchen. Wie wäre es mit einem maßgeschneiderten Oberteil? Wie wäre es mit einem Kleid? Okay. Jetzt musst du die Vorlagen für das Kleidungsstück wählen, das du anfertigen willst. Bevor wir weitermachen, muss ich dir noch ein paar Sachen erklären. Eine Vorlage ist das Modell für ein Kleidungsstück. Mit ihrer Hilfe kannst du den Stoff in die Stücke schneiden, die du dann später zu einem Kleidungsstück zusammennähst. Jede Vorlage hat ihren eigenen Stil. Es liegt an dir, die zu finden, die zur Anfrage des Kunden passt. Anna wollte etwas Glamouröses, richtig? Ich überlasse dir die Wahl, was am besten ist. Die Bestellung von Anna wird auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. Du kannst sie dir also jederzeit nochmal ansehen. Juhu. Also das ist nicht Glamour, das ist irgendwas anderes. Ich habe nur Auswahl erstmal zwischen drei, aber wir können anscheinend hier Sachen machen. Okay, dann nehmen wir das Glamour. Ah, jetzt kommt das, was mir am besten gefällt. Du kannst das Kleidungsstück ganz nach deinen Vorstellungen gestalten. Länge, Ärmel, Rücken und so weiter. Du kannst alles anpassen. Je nach gewählter Vorlage kannst du mehr oder weniger Aspekte verändern. Also scheue dich nicht, verschiedene Vorlagen auszuprobieren. Nun gut, dann lass mal deiner kreativfreien Lauf. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Und keine Sorge, du kannst dein Werk später jederzeit noch verändern. Okay. Aha, drei Viertel. Kurz. Ärmellos. Ich finde ärmellos ganz gut. Ohne. Aha.
vorne, hinten, Rückseite kann ich auch noch. Ich glaube, ich nehme das, das hier, Spaghetti. Okay, jetzt musst du das Material für dein Kleidungsstück wählen. Anna wollte etwas aus Baumwolle, richtig? Wähle das Material, das den Wünschen von Anna entspricht. Naja, so viel Auswahl habe ich noch nicht. Nimm mal die Baumwolle, was sagt er dazu? Jetzt die Farbe. Anna hat keine Wunschfarbe vorgegeben. Die Entscheidung liegt bei dir. Du kannst eine der vordefinierten Farben wählen oder über das Farbrad eine andere. Oh, geil. Ich finde das ja ganz cool. Und jetzt der krönende Abschluss. Wenn du magst, kannst du dein Kleidungsstück mit Mustern versehen. Anna hat nichts dazu gesagt, also kannst du machen, was du willst. Sag doch so etwas nicht. Ich finde das mit Herzen voll schön. Also bevor du das Kleidungsstück umsetzt, kannst du noch einmal alle Aspekte deines Designs überprüfen. Wenn du zum Beispiel die Farbe des Materials ändern willst, ist das kein Problem. Du kannst sogar ein anderes Material oder einen anderen Druck an den Ärmeln verwenden zum Beispiel. Hier kannst du auch die Größe des gewählten Drucks anpassen. Und schließlich kannst du auch zurückgehen und die Details deines Entwurfs noch einmal verändern. Wenn du mit dem Kleidungsstück zufrieden bist, kommt die Umsetzungsphase. Sag mir einfach Bescheid, wenn du alle vor... Kann ich auch kleiner machen. Aber ich fand das eigentlich ganz gut so. Jedes Muster wird mit Hilfe spezieller Werkzeuge von Hand gezeichnet. Setze sie ein, um die fehlenden Linien oder Kurven zu zeichnen und das Muster so fertigzustellen. Also damit steuere ich. Okay. Bewegen, drehen. Erstens, achte auf den Schatten des Werkzeugs, der für ein paar Sekunden erscheint. Okay. Bin dabei. Also das hat das lange Ding und dann so. Den Papagei. Fast! Aber nur fast. Okay, und das Lineal geht dann gerade runter. Easy. Ich finde das gar nicht so easy, ehrlich gesagt. Ha! Dann nochmal fast gerade. Und dann geht das so hoch. Also, das ist, glaube ich, das, was mir am meisten Probleme machen wird hier. Nicht, weil ich mir die Schatten nicht merken. Also, ne, ich weiß schon, was ich jetzt benutzen will und wie das ungefähr ran muss. Aber exakt das hinzumachen, nachzumachen, was da vorsteht, vorgegeben ist, könnte schwierig werden. Schneiden. Schneide den Stoff, aus dem deine Seiten und Kleidungsstücke bestehen sollen. Drücke im richtigen Moment, um den Stoff korrekt zu schneiden. Okay. Das kriegen wir hin. Hallo, der war drin. Ah, nein. Aber immerhin noch 90. Okay, ab 90 geht das Ding voll. Nähe dein Kleidungsstück mit der Nähmaschine zusammen. L ist Stoff bewegen, okay. Folge der Nahtlinie möglichst genau, um den Kleidungsstück perfekt zu nähen. Nein, falsche Richtung. Ich glaube gar nicht, wie angestrengt ich gerade hier sitze und versuche, der Linie zu folgen. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht, ich sag's euch. Also ich kann es auch nicht vorspulen oder so. Ach, 99%, ey. Komm schon. Den 1% hätte ich mir jetzt gönnen können. Fertig. Glückwunsch, du hast dein erstes Kleidungsstück fertiggestellt. Was du hier siehst, ist dein Musterfähigkeitslevel hoch. Nutze dieses Muster, um es zu meistern. Es ist extrem wichtig, dass du alle Vorlagen meisterst. Jedes Mal, wenn du in einem neuen Level aufsteigst, verdienst du Medaillen. Du kannst sie verwenden, um Belohnungen zu verdienen, aber keine Sorge, das zeige ich dir später noch genau. Also wollen wir Anna dein Werk zeigen? Los geht's. Habe ich jetzt das Ding gemeistert? Die
die Schnieke aus. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Ich bin begeistert. Ich auch. Das ist ein echter Glücksgriff. Klasse. Bis zum nächsten Mal. Yeah, ich hab Money verdient. Und 30 Medaillen von 500. Ich habe Anna bisher nur selten so glücklich gesehen. Du musst die Anfragen der Kunden korrekt erfüllen, um sie absolut zufriedenzustellen und entsprechend belohnt zu werden. Ach ja, und wenn du ein Kleidungsstück an einen Kunden verkaufst, verschwindet es nicht aus deinem Kleiderschrank. Du hältst immer ein Exemplar auf Lager. Du kannst also anderen Kunden ruhig dasselbe Stück anbieten, wenn es ihre Anforderungen erfüllt. Puh, dafür, dass es dein erster Tag ist, machst du das wirklich sehr gut, Maika. Du hast die Anforderungen dieses Kunden perfekt erfüllt. Du bist ein Naturtalent. Ich muss dir noch viel mehr beibringen, aber für heute reicht es. Ruh dich ein bisschen aus. Und komm morgen nicht zu spät. Ich öffne mein Geschäft immer früh. Bis morgen, Maika. Okay, bis morgen. Das Spiel wird gespeichert. Hallo Maika, du bist ja topfit, wie es scheint mir. Ich hatte noch nicht einmal Zeit, meinen Laden zu öffnen. Und du bist schon da, perfekt. Am Morgen kannst du neue Designs in der Werkstatt ausprobieren und die Outfits wechseln, die du im Laden ausgestellt hast. Um die Outfits zu ändern, die an einer Schaufensterpuppe ausgestellt sind, musst du einfach mit ihr interagieren. Das geht aber nur, wenn der Laden geschlossen ist. Also mach es, bevor du aufsperrst. Du verstehst sicher, dass es nicht gut geht, wenn Kunden im Laden sind. Ach ja, wird schon. Noch etwas, die Kunden probieren deine Designs in der Umkleidekabine an und die wird dadurch schnell unordentlich. Also räumen sie gelegentlich auf. Die Umkleide aufzuräumen ist ganz leicht, du musst einfach nur hineingehen. Du kannst sogar Medaillen verdienen, indem du die Umkleide aufräumst. Eine letzte Sache noch. Du kannst alle Medaillen, die du verdienst, für neue Muster und Accessoires ausgeben. Das geht ganz leicht, nämlich über die App-Belohnungen auf deinem Smartphone. Das Smartphone ist für Modedesigner ein extrem wichtiges Werkzeug. Du findest alle möglichen Apps darauf. Sieh es dir an, wenn du mal eine Minute Zeit hast. Okay, ich glaube, das Wichtigste habe ich dir gesagt. Was sagst du? Möchtest du dich den Rest des Tages um den Laden kümmern? Ich kassiere heute nur. Du kannst also alle Kundenfragen erledigen und dich um die Umkleiden kümmern. Einverstanden? Gestern hast du dich nur um eine Bestellung gekümmert. Aber es spricht nichts dagegen, dass du für mehrere Kunden gleichzeitig arbeitest. Vergiss nicht zu kassieren, wenn ein Kunde an der Kasse wartet. Dafür verdienst du Medaillen. Ich dachte, du kassierst. Wieso muss ich jetzt kassieren? Ich dachte, du kassierst. Komm einfach zu mir, wenn du was brauchst, okay? Um den Laden zu öffnen, interagiere einfach mit der Haustür. Du kannst den Laden öffnen, wann immer du willst. Du kannst sogar in der Werkstatt gehen und an neuen Entwürfen arbeiten, bevor du den Laden öffnest. So, als erstes machen wir das hier. Ich will nämlich mein Kleidungsstück auswählen. Ist eigentlich Hosen oder sowas? Das ist doch gut. Man kann ja auch mal ein komplettes Outfit erstellen, oder? So, was noch? Y für Smartphone. Mit deinen Medaillen kannst du in der Belohnung-App neue Gegenstände freischalten. Mit diesen kannst du Kleidungsstücke und auch viele neue Accessoires bedienen. Okay, ich habe 130. Dann versuchen wir es mal so intelligent wie möglich. Und holen uns die Brille. Und dann holen wir uns das hier noch. Ein Sakko. Ich finde, dann haben wir nur noch drei. Das geht dann voll klar. So, dann sind hier noch Missionen. Missionen sind bestimmte Ziele, die dir helfen, zu einem angesehenen Designer zu werden. Schließe Mission ab, um Medaillen zu gewinnen. Okay, dann würde ich sagen, das vorrangige Ziel ist jetzt erstmal sämtliche Missionen hier zu machen. Ne? Erschaffe Kleidungsstücke, natürlich werden das immer mehr, das war ja natürlich klar. Aber ich denke mal, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Größerer Laden. Kalender. In deinem Kalender siehst du Termine für Bestellung und Mode schauen, damit du nie was verpasst. Ist jetzt also gar nichts. Okay. Aber ich denke mal, die Mission zu machen ist doch ein gutes Ziel.
Jetzt heißt es warten und Tee trinken. Konnte ich mich auch irgendwo umziehen? Naja, am Anfang habe ich eh nicht so viele schöne Sachen. Was geht ab? Hast du ein Fragezeichen? Okay, ich kann mit dir auch nicht reden, wenn sie nicht will. Ich kann mit Anna reden. Oh, da ist wer. Du bist Maika. Freut mich. Ich heiße Marie. Ich suche nach etwas Bestimmtem. Hättest du eine Minute? Ich sehe das Leben in Rot. Hast du etwas Passendes gefunden? Na gut, dann machen wir das mal. Sie sieht etwas in Rot. Na, ich könnte ihr eigentlich auch so eine rote Hose geben, ne? Komm, ich will mal so einen Sakko machen. Okay, weiter zur nächsten. Das ist auf jeden Fall rot. Nee, lieber kein Muster. Ja, das ist in Ordnung. Machen wir erstmal was Einfaches. So, aufpassen. Okay. Das Papageiding. Verdammt! Fast richtig. Aha! Wie gesagt, das wird wahrscheinlich das, was mir so ein bisschen, wo ich echt Schwierigkeiten haben werde. Da werde ich keine Punkte machen. Ja, ja, und das Papageiding schließt das Ding jetzt ein bisschen ab. Nein! Falsch, 79. Naja, immerhin schon mal fertig, ein bisschen. Ein bisschen. Ich muss schon früher drücken, bevor das überhaupt, damit das überhaupt in einem Dings landet. Yes, 100. Immerhin. Aber schön, dass sie das nochmal so erklären, so, dass man immer wieder nachgucken kann, gesagt bekommt, wie man schneidert. Ich will nichts sagen, ne? Aber gerade nähen, anständig nähen ist das jetzt nicht. Ich habe zwar keine Ahnung vom Nähen, aber trotzdem, ihr wisst Bescheid. Nähen ist eine Kunst, Leute. Und das ist nicht so einfach. Lehopp. Ha! Das muss 100% sein. Yeah. Voll gut. Fertig. Ja, fast. Ja, ich möchte dieses Design vorschlagen. Es ist immer stylisch. Und es ist rot. Aber die Schuhe passen nicht dazu. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Ich bin begeistert. Ich auch. Das ist genau das, was ich wollte. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Warte, hier war da noch jemand. Geh doch mal weg. Hi, ich bin Chloe. Ich liebe dein Outfit. Du hast so ein tolles Gespür für Mode. Hallo, ich bin Nur. Freut mich. Dein Laden ist fantastisch.
Die kassiert gar nicht ab. Das ist so eine... Nicht gerade günstig, aber jeden Cent wert. Bis zum nächsten Mal. Für die Preise kann ich nichts. Hi, ich bin Luise. Ich suche mal etwas Bestimmtes. Hättest du eine Minute? Perfekt wäre etwas aus Wolle. Hast du etwas Passendes gefunden? Ich komme gleich wieder. Was hätte ich denn ganz gern? Komm, wir machen jetzt mal einen Rock. So. Wir kriegen einen kurzen Rock. Sie möchte etwas aus Wolle, aber die Farbe hat sie nicht genannt. Ja, machen wir das. Fast. Okay, das untere. Brauchen Diskussion. Das macht mich so wahnsinnig. Man kann sich so schlecht orientieren. Ja, das war fast richtig. Ich glaube, ich muss das hier nehmen, ne? Ey, ich habe damit keinen guten Schnitt hier mit dem Webepinsel hier, das Ding. %. Oh, Gott sei Dank. Wenigstens kriege ich das mit dem Schneider hin. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer hat sich das denn ausgedacht? Bibel. Glück gehabt. Das müssten aber auch 100% sein, ne? Ja. Also wenn ich immer die zwei anderen 100% kriege und nur halt beim Design so ein bisschen verkacke, dann ist es ja leicht machbar. Ah, möchtest du, Lise, dieses... Ja, möchte ich. Es ist Wolle, sie wollte Wolle. Aber sie hat keine Farbe oder so genannt. Das beißt sich. Ah, sie freut sich. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Ich bin begeistert. Ich auch. Damit haue ich die Leute vom Hocker. Bis zum nächsten Mal. Bist du Maike? Freut mich, ich heiße Lilly. Lilly! Ich suche nach etwas Bestimmtem. Hättest du eine Minute? Perfekt wäre etwas aus Denim. Hast du etwas Passendes gefunden? Ich klicke gleich wieder da. Keine Sorge. Komm, eine schöne Jeanshose, Leute. Also kurz ist das nicht, was du da mir anzeigst, aber okay. Ja. Eine schöne, anständige Jeanshose. Damit kannst du nie was verkehrt machen. Okay, das Papageien-Ding. Ich glaube, das war irgendwie so. Nein! Ah! Ah, verdammt. Das ist ein 90-Grad-Winkel, so. Oder auch doch nicht. Ey, ich werde immer schlimmer hier in dem Ding. 97, immerhin. Mit etwas Glück habe ich das denn gleich
auf jeden Fall gemeistert, die Hose. Die Schlitten geht hoch. So, jetzt nur noch das Nähen hinkriegen. Ui, guckt euch den Ausschlag an. Hätte das denn so erlaubt, so auszuschlagen, ey? Puh, geschafft. Aber richtig Geld verdiene ich nicht, ne? Es ist schon irgendwo Style Boutique, aber es erinnert mich mehr an dieses, wo wir wirklich selber designen mussten. Nicht an das mit dem Modemagazin. Was? Das war doch perfekt. Ist egal. Erinnert mich mehr, also nicht Style Boutique an sich, an die Nintendo-Serie. Wir hatten schon mal, glaube ich, so ein ähnliches Spiel gespielt, wo das Design im Vordergrund war. Aber ich meine nicht, ich weiß nicht, ob ich das Modespiel meine. Weil da ging es ja auch um Fotos machen. Danke, dass du das gezeigt hast. Ich bin begeistert. Ja, ich auch. Ist genau das, was ich wollte. Bis zum nächsten Mal. 200. Und Maika, wie war dein Tag? Super. Perfekt. Hast du vielleicht noch kurz Zeit für mich? Ich suche schon seit einiger Zeit einen Nachfolger und ich glaube, ich bin endlich fündig geworden. Ja, ich rede von dir. Das kommt überraschend, ja, oder? Als ich dich kennengelernt habe, sind all meine Zweifel verschwunden. Wie du mit Kunden umgehst, deine kreativen Schöpfungen, all das hat meinen Eindruck von dir nur bestätigt. Nora hat recht, als sie mir von dir erzählt hat. Du hast alles, was nötig ist, um Erfolg zu haben. Es ist keine leichte Entscheidung, aber du verstehst mich, oder? Ich freue mich, dass du übernimmst und ich bin sicher, du wirst den Laden zu einem echten Erfolg machen. Übrigens, Nora ist zwar mit den Vorbereitungen für ihre Mondschau beschäftigt, aber sie nimmt sich bestimmt die Zeit, um dir einen Besuch abzustatten. Vielleicht lädt sie dich ja sogar ein, teilzunehmen, wer weiß. So, ich muss dann mal los, ruh dich aus. Ab morgen bist du für den ganzen Laden verantwortlich. Bis bald. Okay, gut. Dann würde ich sagen, das war's für den ersten Part. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Sagt mir, was haltet ihr von dem Spiel? So euren ersten Eindruck davon. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.